Weil Leute fragen mich auch oft, Bro, würdest du Tulum empfehlen zum Leben? Ist das so ein geiler Place, wo man leben kann, etc. So zum Auswandern, dies, das, bla. Wieso hast du nie was mit Mois gemacht? Ich fange jetzt neu an, so, ne? Auf jeden Fall Kahn von Yavi TV, Digga. Soll man mal einen aggressiven, so einen richtig ekligen Song von mir hören, Digga? Jeder deiner Songs ist ekelhaft, Bro. Du. Yeah. Unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Es leckt ab und zu, ja, Digga. Das wird auch so hier bleiben, glaube ich. Ich habe mit dem Vermieter schon gequatscht bezüglich neuem Internet und so. Der hat gemeint, ich bin jetzt aktuell eingeloggt in dem Internet von meinem Nachbarn, weil das Internet hier in meinem Apartment kacke ist, Digga. Und das ist ein bisschen besser. Jetzt laggt es wieder, ne? Ich krieg's ja unten angezeigt. Das ist ein bisschen besser, aber es ist immer noch nicht das Internet wie in Deutschland. Was läuft, was läuft, was läuft, Freunde? Wie geht's euch? Alles gut bei euch? Was läuft in Deutschland? Schöne Grüße gehen raus nach Deutschland. Ich küsse euer Herzen. Korrekt für jeden, der hier auch wieder eingeschaltet hat, so. Das wird eine regelmäßige Nummer hier. Love Vlog in Mexiko, Livestream jeden Tag. Der ist das. Let's do it, man, Alter. Yes, das war's mit Promo, Werbung an der Stelle gewesen, mit den neuesten Dingern. Ahmed Sosa ist auch wieder da. Wie geht's dir, Bro? Jetzt erzählt mal, Leute, was habt ihr auf dem Herzen? So, was empfiehlst du, wenn man auswandern möchte? Wie meinst du das, was empfiehlst du? Welches Land oder was? Kann man mit Work and Travel entspannt in Mexiko leben? Muss nach dem Abi dringend weg nach aus DE. Mexiko, Florida sind die Optionen. Big Inspiration, Bro. Was ist denn so Work and Travel genau eigentlich, Brudi? Also, wirst du dann arbeiten hier? Also wirst du dir einen Job suchen? Und was ich aber auch generell dazu nochmal sagen muss, Freunde, ne? Weil Leute fragen mich auch oft, Bro, wie ist denn Mexiko? Würdest du Tulum empfehlen zum Leben? Ist das so ein geiler Place, wo man leben kann, etc. So zum Auswandern, dies, das, bla. Ich muss euch da ganz klar sagen, Digga, dass hier immer noch dritte Welt ist, ne? So. Wenn du hier rausgehst, ein bisschen weg vom Touri-Gebiet, so, das ist Ghetto. Hier leben Leute von nix, von nothing, so, weißt du? Das ist vergleichbar mit Afrika teilweise an Stellen und so. Hier strugglen Leute mit Essen und so. Also du hast hier, wenn du in die Ghettos reingehst oder in die Gegenden, wo kein Geld ist, du siehst, das ist hartes Leben. Das ist ein Struggle, Digga. Hier passiert Gewalt, hier ist ein Menschenleben nicht so viel wert. Hier stirbt jeden Tag fast einer. Da wird in Deutschland nicht von berichtet, aber hier, ich krieg das mit. Ich krieg diese Berichte immer zugeschickt und so. Hier passieren ekelhafte Sachen. Und deswegen ist es für den Otto-Normal-Deutschen kein Ort, wo ich empfehlen würde, auszuwandern. Sage ich euch ehrlich, Hand aufs Herz, wie es ist. Für mich, weil ich bin halt ein verrückter Typ. Ich bin crazy, ich weiß, was hier los ist und ich habe mich damit beschäftigt und ich weiß, was Phase ist. Und nichtsdestotrotz habe ich für mich entschieden, dass es ein guter Ort ist für mich zum Leben. So. Erstmal. Und es war auch die richtige Entscheidung für mich persönlich. Aber vorsichtig. Ich bin damit vorsichtig, das anderen Menschen weiter zu empfehlen, weil es ist kein, weißt du, es ist kein Urlaubsort wie Santorini oder so. Es ist kein Malle oder irgendwas. Nee, Digga, das ist ein kleines Paradies in der dritten Welt, Bro. Weißt du, wie ich meine? So. Wie finanzierst du dein Leben in Mexiko? Ja, ey, guck mal, habe ich letztens auch noch mit Mitch und mit Alex auch kurz drüber geredet. Ich fange jetzt neu an, so, ne? Die Sachen, mit denen ich vorher mein Geld verdient habe, waren YouTube-Videos und Sponsoren. So. Ein paar Sponsoren haben sich von mir getrennt, als ich meine Meinung zu der aktuellen politischen Lage gesagt habe. Deswegen, da war auch nicht mehr viel da. Sekplus sind die einzigen, die geblieben sind. Da ist man auch am Quatschen. So. Und deswegen, ich bin gerade wieder so, ich versuche, also mein Fokus liegt gerade auf Twitch. Ich möchte jeden Tag hier streamen. Ich hoffe darauf, dass ihr Bock darauf habt. So. Ich habe nämlich auch irgendwie ein Bedürfnis, mit euch zu reden, ein Bedürfnis, Dinge, die auf meinem Herzen liegen, so nach außen zu tragen. Und ich finde, Twitch ist eine super Plattform dafür, weil ich kann hier, wenn ich möchte, auf den Chat eingehen. Ich kann hier, wenn ich möchte, aber auch einfach Statements abgeben. Ich kann hier auf Videos reagieren. Qualität, das ist das Einzige, was mich gerade noch ein bisschen abfuckt, wo es vielleicht sogar besser wäre, ein Video zu drehen. Aber ich finde das Twitch-Ding eigentlich nice. Und ich will meinen Zweitkanal so weit aufbauen, das Twitch-Ding und meine Musik. Wenn ich mit meiner Musik, wenn ich einen Katalog in Spotify drin habe, ich merke es ja jetzt schon. Ich habe Sonne released, Sonne veröffentlicht und Wach hat mehr Streams bekommen.
wenn ich einen kleinen Katalog auf Spotify habe mit 7, 8, 9, 10 bis 15 Tracks, so, dann weiß ich auch, dass ich da eine gewisse Einnahmequelle monatlich habe. Und wenn ich da weitermache, mein Ziel ist es jetzt einfach, Twitch durchziehen, jeden Tag, vielleicht mal einen Tag Pause zwischendrin, aber sonst jeden Tag. Highlight-Videos auf dem Zweitkanal hochladen. Ich werde sogar extra separate Videos für den Zweitkanal drehen, habe jetzt schon zwei gedreht, die dann da online kommen werden, die nichts mit live zu tun haben, aber halt auch geile Videos sind hier aus dem Leben, wo ich mich mit Menschen unterhalte, die auch hier wohnen. Eventuell, also geil, auch ein paar Deutsche schon, habe ich vor der Kamera gehabt. So. Das wird dann hier auch released werden auf dem Zweitkanal. Und mit der Musik halt, ne? Und wenn ich die beiden Dinger, die drei Sachen eigentlich, YouTube Zweitkanal, YouTube Hauptkanal mit Musik und Behind-the-Scenes-Videos, Twitch und Spotify, wenn ich da mir eine gewisse Reichweite jetzt erkämpfe und ich bin da zuversichtlich, weil ich weiß, dass ich ein geiler Typ bin, so. Ich weiß, dass ich geile Sachen machen kann, so. Egal auf welcher Plattform, egal in welchem Bereich, so. Und deswegen wird das jetzt halt durchgezogen. Ich mache das jetzt aus einer Situation heraus, die nicht so nice ist finanziell, sage ich mal, Konto, dies, das, bla bla bla, aber das gibt mir auch eine Motivation, weißt du? Wer weiß, Bruder. Ich habe jetzt in letzter Zeit, wir haben jetzt mit Musik wirst du viel reißen, einfach immer dranbleiben, egal wer wo was sagt. Liv, ich küsse dein Herz. Musste ich kurz zwischendurch vorlesen. Meine Moderatorin hat immer Vorrang. Auf jeden Fall, hast du ABK-Video gesehen? Er trägt deinen Jogger. Nee. Echt? ABK didn't, man. Geil, Alter. Für ABK habe ich schon ganz lange auch Liebe am Start. Oh shit, neuer Member in die Family. Ich küsse dein Herz, Digga. Latest Subscriber, Ebeling, unterstrich. Ab Mai jeden Monat ein Song. Ich habe das eigentlich jetzt versucht. April ein Song rausgekommen, Mai kommt ein Song raus. Ich muss hoffen, dass es funktioniert, dass wir das dritte Ding hinkriegen. Dann kommt auf jeden Fall im Juni noch einer. Und das Juli-Ding muss ich dann vielleicht ohne Video machen. Das wäre schade, Bruder. Ist doch voll easy, heute auf Low-Budget-Videos zu drehen. Ja, Low-Budget ist immer noch Budget, Bro. Ne? Du weißt nicht, ich habe gerade keinen Zugriff. So. Wieso hast du nie was mit Mois gemacht? Ist nie dazu gekommen. Mois hat sich leider immer nur über mich lustig gemacht, anstatt mal irgendwas mit mir zu machen. So. Wäre geil gewesen. Richtig oder Faust, dies, das, bla. Keine Ahnung. Sollen wir mal einen ekligen, so einen richtig ekligen Song von mir hören, Digga? Für die Twitch-Community. Jeder deiner Songs ist ekelhaft, Bro. Du Hundesohn, Digga. Der war wenigstens kreativ, muss man ihm lassen, safe. Also ich hab gelacht. Merkel it in, man. Merkel it out, Motherfucker. Ich hab keine Ahnung, kein Plan, wie ihr da jetzt drauf reagiert, ne? Eigentlich keine Sache, die ich jetzt so in naher Zukunft mit der Öffentlichkeit teilen wollte, aber ich mach's jetzt. Meine Balls haben mir gerade kurz gesagt, zeig mal einfach. Yeah. Big 38 for the weapon. Nigga fly high, und I'm flexing. Guck mal, wie sie bounce, sie ist next level. Wieder viel zu hart, hab ein Meeting mit dem Dev. Big 38 for the weapon. Nigga fly high, und I'm flexing. Mal wie sie bounce, sie ist next level. Wieder viel zu hart, hab ein Meeting mit dem Teufel. Mal wieder viel zu viele Drugs. Bunte Blüten ballern direkt in den Kopf. Um mich rum die ganzen Sluts. 6, 8 Big Baller sind im Club. Ja, Mann, das ist halt was ganz anderes, ne, so. Als das, was ich bis jetzt so rausgehauen habe, so. Und ich sag dir ehrlich, hau raus, ich schwöre, Levo. Levo würde pumpen, Digga, ich küsse dein Herz. Ist Jalil, hahaha, mehr Drip als eine Taufe. Schickst du mir privat rüber, Bruder. Hahaha, Brett wie vom Tischler, Fly. Krass. Bruder, auf was wartest du, hau das raus. Krass. Das ist korrekt auf jeden Fall. Hilfe beim Schreiben? Nee, Bro. Pop Smoke oder was? War so ein bisschen die Inspo, muss ich ehrlich sagen. Hab die ganze Zeit Pop Smoke gehört, eine Woche lang. Und dann war ich selber Pop Smoke. Wie heißt der Song mit dem Video im Club? Auf jeden Fall, was wollte ich gerade sagen, Dicker? Ist halt sowas ganz anderes. Und ich, guck mal, bei mir war das folgendermaßen. Auf jeden Fall war das bei mir so, dass ich
angefangen habe eigentlich so mit Rappen, also nicht gesungen, sondern eher so mit Rappen und dann gerappt habe und dann ab irgendeinem Punkt, ich weiß nicht, wir haben zusammen, das haben wir aber zusammen entschieden, ich und Bardo, wir haben beide gesagt so, ey, lass mal diese Sing-Filme, Bro, das, weil wir haben gemerkt, ich kann auch ein bisschen singen, ich habe das auch so irgendwie, so weißt du, diese Sing-Vibes und so. Und dann war so, lass mal singen machen. Und dann ist singen, aber singen und Melodien war dann so anspruchsvoll und so kompliziert, dass ich dann irgendwie aufgehört habe, richtig zu rappen so. Und jetzt gestern habe ich auch wieder einen Rap-Song geschrieben über einen mexikanischen Dealer, Digga. Auch geil, weil so Alex hat mir die Idee gegeben, einfach mal aus der Perspektive von einem mexikanischen Dealer zu rappen so. Das habe ich gemacht und das hat mich voll geil frei gemacht, weil ich dann nicht mehr real sein musste im Endeffekt, sondern ich konnte eine Geschichte von jemand anderem erzählen. Und ich glaube, ich kann halt auch geil rappen. Ich glaube auch, wenn ich dann anfange, auch mal Geschichten zu erzählen und die Sachen so, emotionale Sachen zu erzählen und so, ich glaube, ich habe so eine Stimme dafür, dass das so ankommt bei den Leuten so. Und deswegen muss ich, glaube ich, rappen auch. Weißt du, ich habe mir vorgenommen, im nächsten Winter so ein bisschen mehr mich auf Rap zu konzentrieren. So, dass ich so rappe einfach. Weil das macht mir auch Spaß, Digga. Warum holst du keinen, der dir hilft? Das habe ich... Habe ich das gestern oder vorgestern gesagt? Ich habe das damals in der Uni auch schon so mit Lernen gemacht und so. Ich finde es geiler, mir Sachen selber so komplett beizubringen. Ich will Sachen, Themen, wenn ich mir die vornehme, will ich die durchdringen so. Ich will der Krasseste sein, immer. Das ist auch Ego, viel Ego. Ich bin ein sehr ego-getriebener Mensch noch, gebe ich hier offen zu. Ist viel Ego. Ich will immer, wenn ich irgendwas anfange, will ich gleich der Krasseste sein, Dicker. So. Und deswegen ist es für mich so, ich will auf jeden Fall dieses Musikding so weit durchsteigen, dass ich irgendwann, wenn ich eigene Künstler habe oder wenn ich Leute habe, denen ich irgendwas mitgeben möchte oder so, denen das richtig auch beibringen kann. Weißt du, wie ich meine? So. Und wenn ich irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich will selber krass sein. Und wenn ich selber krass bin, dann hole ich mir Hilfe. Ja. Auf jeden Fall Khan von Yavi TV, Digga. Muss ich hier mal an der Stelle sagen, Digga. Wir haben brutal Beef, Digga. Nein, Spaß. Khan von Yavi TV. Muss ich ehrlich sagen, Digga. Ich bin damals das erste Mal auf ihn gestoßen. No homo. Als er Live-Reaktion von der Straße gemacht hat, so, ne, Mucke gezeigt hat. Und ich glaube, mich richtig zu erinnern, dass er mich sogar am Anfang vom Video gegrüßt hat. So, und das ist hängen geblieben, ne? Korrekter Dude auf jeden Fall. Hat gesagt, hier ist, so ist er inspiriert von Leon Lovelock mehr oder weniger. Weiß ich schon, wie das läuft. Oder hat es in die Beschreibung reingepackt oder so. Keine Ahnung genau. Und auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich Khan seitdem 1, 2, 3 Mal gesehen habe auf YouTube. Und ich muss sagen, er ist einer von den Leuten, ne? Khan, der eine aus Hamburg, ich weiß nicht, wie der heißt. Scheiße. Denison und der aus Frankfurt, der angeblich schlecht über mich geredet hat. Cheyenne Garcia. Das sind die drei Jungs, die nach mir angefangen haben mit Straßenumfragen. Das ist ganz wichtig, dass ich das auch sage, so nach mir. Ego it out, man. Die nach mir angefangen haben mit Straßenumfragen, wo ich aber sagen muss, Bro, die haben das geil gemacht und die machen das immer noch geil. Die hören, also die nehmen, die machen das richtig auch. Die gehen auf die Straße, die hören den Menschen zu, die nehmen das, was die sagen, nehmen die wieder auf, packen das so raus, weißt du, wie ich meine, spielen damit so. Also die haben ein Talent dafür, diese Leute auf der Straße mit denen zu reden. Die drei sind für mich die Jungs, wo ich sage, ja Mann, fühle ich. Dann habe ich mir das jetzt reingezogen mit dem Berhan und so, mit diesem Beef-Sache, habe ich nur so ein bisschen reingeskippt. Beim Essen ziehe ich mir so ein Shit immer gerne rein. Ja, Bro, was soll ich dir sagen? Bisschen peinlich. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Erzähl mal bitte, wie du auf deinen Künstlernamen kamst. Bruder, das war ganz, also es ist eine krasse Story. Warte, dazu muss ich Requisiten holen. Guck mal, ich komme so auf die Welt, ne? Ich werde so geboren, Dicker. Und ja, meine Mutter sagt mir einfach, ey, wie heißt ein Lovelock mit Nachnamen? So direkt nach meiner Geburt. Ich so, was? Geil, Digga. Da muss ich auf jeden Fall in die Öffentlichkeit.
Hier, Bro. Ja, okay. Wird man nicht lesen können, aber ich heiße Lovelock. Film. Voll.